Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal nach 2 Wochen Pause, weil ich auch mal Urlaub brauche. Genau, dann würde ich sagen, Leute, genug gelabert, fangen wir direkt an mit dem Video und heute geht es um Wege um Hogwarts. Welche Wege meine ich damit? Naja, wir haben jetzt hier die Brücke. Wow. Ja, merkt man meinen Rechner, der seit 3 Wochen nicht mehr angemacht wurde, dass er ein bisschen braucht, aber das geht noch. Sage ich mal, hier, wir gehen jetzt hier durch. So. Scheiße, muss alles laden. Huch. Okay, also wir haben hier die Brücke. Und da können wir einfach hier durchgehen und dann haben hier, ihr seht schon ein paar Markierungen, müssen wir irgendwie noch, sagen wir mal, hochkommen zu unserer Eulerei oder zu Hagrids Rütte nach unten, beziehungsweise zur Peitschenden Weide. Da kommen wir auch noch in einem späteren Part und, wer kennt's nicht, im 3. Teil die berühmten Steine, die hier so stehen. Da habe ich ein paar, sagen wir, Markierungen vorgetroffen und euch gezeigt, wie das geht. Dann eventuell, wenn es die Zeit erlaubt oder einfach im nächsten Part. Wow. Ja, meine Tastatur ist immer noch kaputt. Genau, machen wir einfach da hinten, sage ich mal. Hier von diesem Schloss, also oder von diesem Tor, machen wir einfach einen Weg nach vorne zu diesem Tor. Da gibt es ja auch noch ein Tor daran. Und dann einmal, sagen wir mal, hier so drum. Um die Peitschende Weide drum, so etwa. Muss ich noch schauen, weil man hat hier kein direktes Bild, wie das zu sehen ist. Aber das ist auf jeden Fall, man hier zum Quidditch-Feld gehen kann. Und die Peitschende Weide soll ja nicht gratis dran vorbeigehen, sonst sind die Kinder ein bisschen Lebensgefahr. Und wenn, dann sage ich mal, die Zeit immer noch genügt, da unten Hagrids Hütte nach oben. Also ich weiß nicht, wie viele Teile es werden. Aber so, ich denke mal so 2. Beziehungsweise, wenn wir schnell sind, 1. Genau. Und jetzt fangen wir auch schon gleich an mit unserem, sag ich mal, Steinkreis. Genau, doch bevor wir mit dem Steinkreis weitermachen, habe ich hier eine kleine Änderung. Und zwar, wir machen hier, greifen unsere Steinziegel raus, wie Steinziegeltreppe, und gehen hier an die Seite. Denn beim Betrachten vom Video, wo Hermine Malfoy schlägt, ist mir aufgefallen, dass es hier auch noch so ein Dreieck gibt. Genau, und das ergänzen wir kurz. Und zwar über unserem Tor hier tun wir einfach oben vom Dach, sag ich mal, die Steinziegel wegschlagen und einfach mit ganz normalen Blöcken ersetzen. Und oben machen wir dann einfach so ein Häuschen rein. Und dann tun wir, sagen wir mal, die Treppen nochmal so anwinkeln. So, dann haben wir das. So, auf der anderen Seite habe ich es genauso. Genau. Und da sind da einfach, sagen wir, der Vollständig. Ist das vollständiger halber? Ja, genau. Würde ich mal sagen. Genau. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum ersten Stein. Ah, genau. Also, was machen wir hier zum ersten Stein? Wir müssen natürlich, sagen wir, erstmal Platz schaffen, damit alles flach ist. Aber nicht zu flach, also nicht plötzlich so eine flache Stelle. Es soll wirklich mit dem Berg, sage ich mal, übereinstimmt sein. Das seht ihr auch hier. Da ist noch ein bisschen Berg, so. Genau. Und da würde ich mal sagen, wir können jetzt entweder eine Mitte ausmachen oder einfach so schauen. Ich sag's aber, glaube ich mal, so wie ich's hab. Genau, das ist eigentlich relativ gut. Okay. Und zwar zum ersten Stein gehen wir von unserem Steinziegel, unserem letzten Steinziegel hier, nach 2 nach vorne und 1, 2, 3 zur Seite und setzen erstmal ein Andesit-Block. Dann gehen wir 1 nach vorne, 1 zur Seite und setzen noch einen Andesit-Block. Jetzt, sage ich mal, ziehen wir das nach oben. Und zwar so. Ich mache es alles spontan, also nicht wundern. Genau. Das eine, das ist also das erste, ziehen wir 2 Blöcke hoch und das, oder 3 Blöcke hoch, das andere 4. Dass es insgesamt 3 und 4 Blöcke hoch ist. Ich weiß, in der Mitte ist ein kleiner Spalt, doch der ist ein bisschen schwer, zu machen. Darum ist, glaube ich, die Kante hier ganz okay. Genau. Ich sehe gerade, ich habe es andersrum gemacht. So, das erste kommt 4 und das andere kommt 3 hin. So. Ihr könnt dann, sage ich, auch noch eine Andesit-Treppe nehmen. Und dann auch noch ein bisschen so abrunden, ne? Genau, weil das ist ja wirklich Steine. So. Das hat so einen schrägen Aufgang. Wie gesagt, ja, so gefällt es mir. So, ihr seht, Treppen hier einfach ersetzen, ne? Aber nicht drauf machen, sonst wird es zu hoch. Und das ist noch ein relativ kleiner Stein. Die anderen werden ein bisschen größer bis hier und so. Genau. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir zum anderen Block, also von diesem letzten Andesit-Stange-Block. Genau, also vom kleineren. Gehen wir 1, 2, 3, 4 zur Seite und 1, 2, 3 nach vorne. Genau, daneben setzen wir noch einen Block, lassen dann, sagen wir, 1 frei und setzen da noch einen Block. Da wollte ich unbedingt, sag ich mal, dieses Ding, dieses Schlitz da drin haben, weil ich habe jetzt überall, seht ihr hier, wo das bisschen schräg ist, habe ich keinen Schlitz gemacht, außer da. Warum? Weil das gerade ist und das schräg. Und beim Schrägen kann man ja so sagen oder so andeuten, ne, dass einfach hier der Schlitz ist und hier geht es halt nicht. Und das ist halt wirklich relativ gerade. Darum habe ich das zur Seite gemacht. Genau. Das geschafft, tun wir erstmal hier dem ersten Block und 2 weg. So, das geschafft, ziehen wir jetzt erstmal die Grundhöhe hoch. Und zwar, und ich überlege gerade, das ist nicht so vielleicht doch besser. Ja, okay, ich mache das doch so, weil, ja, einfach gleich ist halt halber. Genau. Dann, ihr könnt es ja so oder so machen, ich mache das jetzt so. Und dann, sag ich mal, geht es auch weiter. Und zwar, wir gehen hier zu vorderen Zweier, das, was eher in der Mitte ist. Denn das eine ist, das ist so ein mega Dreieck ist das jetzt, sage ich mal. Und das tun wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke draufziehen. Ja, 5 Blöcke, also dass insgesamt 6 sind. Und das andere tun wir 2 Blöcke hoch. Und da tun wir noch eine Annecy-Treppe zur Seite. Und ganz oben tun wir den letzten Block nochmal mit der Treppe so ersetzen. Genau, das haben wir schon im ersten Stein, jetzt kommt der zweiten Stein. Der geht eigentlich relativ gerade nach oben. Einfach so. So, genau. Und das da, nein. Da mache ich ja noch eine andere Treppe hin. So mache ich es etwa. Genau. Eventuell damit es oben nicht ganz so. Hole ich mir noch eine Stufe. Wo ist die andere Stufe? Ich sehe sie nicht. Da ist die andere Stufe, genau. So, wie sieht das aus? Ja, das geht. Genau, wobei... Ich will es halt nicht so eckig haben. Genau. Ja, ne, ich mach's so. Ist zwar hier nur ein Viereck und ich habe es ein bisschen abgerundet, aber wie gesagt, macht es so, wie es an euch am besten passt. Und jetzt sind wir hier, wo Draco Malfoy eins auf die Fresse bekommt. Und zwar bei diesem Stein. Genau. Das machen wir erstmal, also ich muss erstmal sagen, wo. Und zwar beim letzten Zweier gehen wir 1, 2, 3, 4, 5 zur Seite und 2 nach vorne und setzen hier, wie gesagt, wie vorne ein Zweier, also eins setzen, eins zur Seite, dann wieder 1 zur Seite und nach vorne und wieder ein Zweier. Genau. Und dann setzen wir, sag ich mal, nochmal auf die gleiche Höhe wie da vorne auch dieses Ding, also noch 1, 2, 3, 4, 5 draufsetzen und den fünften, sagen wir mal, mit einer Treppe so ersetzen. Genau. Dann gehen wir zum Block daneben und tun das, sage ich mal, auf eine Höhe von 4 hoch und machen da einfach, sage ich mal, auf eine Treppe hin. So. Jetzt gehen wir zum anderen, also hier, da machen wir das so hoch. Genau, aber, sagen wir, auf der Höhe der Treppe kommt eine ganz normale Stufe hin. Und jetzt geht es ja wieder, sagen wir so, runter. So, dann machen wir 2 Blöcke hin, also drauf, das sind insgesamt 3 sind, und dann eine Treppe hin. So, genau, gehen wir jetzt hier von dieser Seite 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke nach vorne und dann 1, 2, 3 Blöcke nach hinten. Da kommt wieder ein Block, daneben nochmal ein Block und dann, sagen wir mal, den verschobenen Zweier hier nochmal ein Block. Und das ist auch der letzte, den ich auf dem Bild sehe. Ich habe gehört, gibt da eigentlich so eine Rundung, aber man sieht einfach gar nichts davon. Von der Einstellung, die ich hier habe. Also denke ich mal, da ist kein Ding. Wenn ich mich irre und ihr habt ein Bild oder so, dann könnt ihr natürlich das mir schreiben. Oder wenn ihr unbedingt wollt, dass ich hier einen Kreis mache, dann schreibt es mir und dann kann ich es mir überlegen, weil ich wollte hier einfach ein bisschen Wald hin haben. Genau. Jetzt ziehen wir das nach oben. Und zwar fangen wir jetzt nicht bei diesem Zweier an, sondern beim hinteren Zweier. Also beim hinteren Zweier in der Mitte tun wir das 5 nach oben, doch am letzten eine Treppe, doch die, sagen wir mal, schaut so nach hinten, weil das ist so schräg nach hinten. Genau, dann haben wir noch 1 zur Seite, das tun wir einfach genauso hoch, also dass es 2 niedriger ist und man da eine Stufe drauf. Und dann gehen wir zur Seite, das wird dann wieder so ein abgerundetes, das machen wir genauso hoch wie unsere Blöcke, also ich kann ja mal zählen, das sind 4 Blöcke nach oben. Und dann mache ich hier auch noch eine Stufe drauf. Und dann kommt das letzte, das mache ich 3 hoch. Und dann kommt da eine Treppe hin. Genau, und jetzt sehe ich gerade, ich mache hier, glaube ich, ja, ich mache hier an der Seite, also beim ersten Stufe, mache ich doch eine Treppe hin. Genau, und dann haben wir auch, sage ich mal, die Rundungen, die Steine, ja, die Schlitze, ja, das muss man sich streiten. Aber mir gefällt es so und dann würde ich mal sagen, warum ist hier ein Ding? Ich weiß es nicht. Dann würde ich mal sagen, fangen wir auch gleich an mit dem Weg. Genau, und dann mache ich erstmal den ersten Weg zu Hagrids Hütte. Und ja, was macht man erst? Schritt 1 dazu. Ich habe es ja in den anderen Videos schon gesagt. Man soll einfach, man soll einfach hier schon ein bisschen vorplanen, wo der Weg ist. Denn jetzt wird es wichtig. Und dann sagen wir einfach einmal nochmal durchgehen. Und dann genau, wie ich das, was ich gerade gezeigt habe, solche Unebenheiten halt ergänzen. Was sind Unebenheiten? Wenn es, sag ich mal, hier ein bisschen zu steil wird, dass man einfach, sag ich mal, hier mit der Hand oder mit Werkzeug, aber mit der Hand ist meistens besser, einfach Terraforming an sich so betreibt. Wenn ein Loch oder sowas im Boden ist, was einfach unschön aussieht oder so etwas, dass man es einfach beschönigt, so wie man es am Ende haben möchte. Genau. Aber das habe ich ja gesagt, das solltet ihr in den anderen Videos noch machen. Wenn ihr es nicht gemacht habt, dann jetzt ist die letzte Chance. Zum Beispiel das hier, das gefällt mir nicht, das tue ich hier. Genau, einmal rüber. Zum Beispiel da, wo man gerade den Stein gesehen hat, das soll einfach nicht so sein. Weil genau das wird halt nicht verkleidet, das bleibt halt frei. Genau, hier unten zum Beispiel das sieht nie wirklich so schön aus. Das soll wirklich so, genau. Also gebt euch da wirklich Mühe, am Ende einen coolen Hogwarts oder einen Außenbereich von Hogwarts zu haben. Genau, und dann seht ihr schon, ihr habt ja, sag mal, hier so vorgearbeitet. So. Wo, sagen wir, euer Weg lang geht. Ich gucke, ihr seht überall, wo ich noch ein bisschen reparieren muss. So. Vorgearbeitet, wo ihr euer Weg einfach lang geht. Damit ihr einfach einen Plan habt. Und jetzt könnt ihr auch ein bisschen verschieben. Es geht ein bisschen weit zur Seite. Hier. Dass man einfach hier runter geht. Zur Hagrids Hütte. Genau. Das geschafft. Das könnt ihr auch gleich überall machen, ne? Also hier einfach ein bisschen verbessern. Sowas wie hier. Können wir auch, sagen wir mal, ein Werkzeug nehmen. Und hier öffne Chat. Danke. Move auf 6. Dann könnt ihr auch so machen. Für die nicht so. Wird das? Anbinden. Ja, hier. So. Hier, guckt, da werden eigentlich die Blöcke auch automatisch. Aber passt auf mit eurem, sage ich mal, Weg hier, den ihr vorgezeichnet habt. Das sollte natürlich nicht so extrem sein. Genau. So, damit es einfach schön wird. Genau, das geschafft. Könnt ihr euch jetzt überlegen, mache ich einen Steinweg draus oder mache ich einen Weg wie bei hinten meinem Quidditch-Feld? Und da brauche ich aber eine neue Schaufel. Jetzt weiß ich, warum ich die Schaufel gebraucht habe. Okay, für Smooth. Eventuell nochmal. Da mache ich eine Goldschaufel. So. Genau. Denn ich mache einen Weg wie beim Quidditch-Feld hinten mit diesem Trampelpfad. Denn wenn man, sagen wir, immer abwechselt mit Steinweg und so, ist es nicht so cool. Das mache ich jetzt. Ich zeige es euch geschwind, wie es so aussieht. So sieht es halt aus. Und wenn es halt dann überall mit Trampelpfad ist, finde ich es ganz cool, statt 1000 verschiedene Wege dann zu haben. Natürlich bei wichtigen Szenen, aber mir fallen gerade keine ein, wo wirklich ein Steinweg wichtig ist. Eventuell bei im 6. Teil. Ja, im 6. Warte, war es 6. Teil? Ja, im 6. Teil, wo Harry Potter mit Luna, sag ich mal, in dieser Kutsche zu spät kommt vom Gleis. Was ist das? Genau, da ist ja, sagen wir, die 2 Geier, wo dann, sagen wir, Professor Flitzwick sie empfängt. Und dann, ja, könnte ich da einen Steinweg so vorstellen, aber hier machen wir erstmal einen normalen Weg. Genau, ihr fragt euch jetzt die ganze Zeit, warum ist hier ein einzelner Block hier? Und das ist wichtig, denn der Weg geht nicht einfach so rum, sondern hier ist irgend so ein Steinding oder so ein abgetrennter Baumstumpf, irgendwie sowas. Darum setzen wir einfach einen Block hin, wo wir gehen hier zu dem zweiten Stein hier, beim letzten und gehen da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nach vorne und 1 zur Seite. Dann habe ich das platziert. Also ich weiß wirklich nicht, was es sein soll. Weil das ist grau, aber es sieht aus wie ein Baumstumpf. Ja. Genau, aber jetzt gehen wir mal weiter zu unserer Goldschaufel. Und jetzt können wir entscheiden, wie breit unsere, ich sag mal, unser Weg sein soll. Hier oben würde ich es 4 machen, aber nach unten würde ich es dann, ja, variiert sich ja immer. Darum erstmal Hagrids Hütte, das ist ja ein bisschen wild. Da kann man das machen, wie man es will. Und nimmt man einfach eins der mittleren Dinger und tut es ein bisschen nach vorne. Hier kommt es so ein bisschen nach drum. Und dann wieder schwungvoll nach unten Stein mit Stein verbinden. Genau. Genau, weil jetzt haben wir, sagen wir mal, den Weg schon vorgezogen. Aber jetzt noch einen breites. Nee, das muss ja noch ein bisschen dicker sein. Darum tun wir einfach hier fallen mal in der Vierer. Vierer wird es wirklich nicht machen, so groß. Deshalb sieht man hier, gehe ich relativ zügig rein. Aber soll nicht von zu dick dann wirklich zu klein werden. Aber so 2, 3 breit kann es schon sein. Und dann verdicken wir das einfach alles mal. Damit es einfach angenehm zu laufen ist. Wobei, so angenehm muss es nicht sein. Es ist ja Wildhüter. Und der Weg ist ja genauso wie Hagrid, nicht ganz der ordentlichste. Also ist es schon okay, wenn es bei manchen Stellen dicker oder dünner ist. Aber es soll nicht übertrieben werden, sondern einfach wirklich, es soll immer noch ein Weg sein. Genau. Das passiert halt, wenn man den Smooth Tool auf ein Ding, sagen wir mal, rauf tut. Das ist nicht so gut. So, oder? Genau. Ihr seht, hier habe ich meinen Weg. Aber das Wichtigste, was ihr zu machen habt, habe ich auch immer gesagt, dass ihr hier problemlos hochkommt, also hier eher flachere Teile habt. Aber haben wir das im letzten Video ja auch zuerst gebaut. Und genau, das macht einfach nochmal, um zu verinnerlichen. Einfach hier ein paar unschöne Schellen, genau. Unschöne Schellen, genau. Unschöne Stellen einfach so auszuschmerzen, dass man da auch nicht, sag mal, zur Eulerei mit dem Gepäck von Bergsteigern hochsteigen muss, sondern einfach ganz normal hier entlang gehen kann. Zum Beispiel hier schön flach, dass immer ein Stück weit nach oben geht. So. Ich zeige es noch einmal, wie es bei mir geht. Bei mir geht es so. Hier. Ja. Wow, okay. Einmal um den Berg hier nach oben. Hier zum Beispiel. Da ist es zu steil. Einfach hier transparent weiterarbeiten. So. Dass man einfach hier hochgehen kann. Hier zum Beispiel ganz kritische Stelle. Da muss man die ganze Zeit hüpfen. Kann man jetzt hier so ausbessern. Aber ganz vermeidbar ist es ja nicht. Schön, wenn es ist, aber wenn es bei euch ist, aber hier bei mir ein paar Stellen, denke ich, sind schon damit betroffen. Ist ja nicht so, auch nicht so schlimm, aber die ganze Zeit soll es halt nicht durchziehen. Genau, da geht es ja nach oben nochmal, also dass es so ein Ding geht. Nach oben, ganz nach oben, genau. Und das haben wir jetzt einmal durchgemacht und jetzt einfach wieder verbinden und dann dicker machen. Genau, und dann sind wir auch hier fertig. Und dann will ich auch sagen, das war's jetzt auch für die Folge. Wir machen noch ein Part 2. Und dann geht's weiter, eventuell mit Hagrids Hütte oder der Eulerei. Mal sehen, worauf ich mehr Lust habe zuerst. Aber beide kommen dann hintereinander. Und da geht's schon, glaube ich, ein bisschen los mit dem verbotenen Wald. Und dann geht's bald auch los mit Hogsmeade. Aber ja, wir müssen noch ein paar Berge machen, ne? Weil so ähnlich wie beim Quidditch-Feld muss man erstmal so Berge machen. wie man es jetzt macht, mit Hogsmeade, also so ein Untergrund für Hogsmeade, dass man halt so nach unten kommt. Aber ihr seht, hier haben wir die Wege gemacht und diesen Steinkreis. Bin ich ganz zufrieden. Und jetzt könnt ihr auch noch, sagen wir mal, ein bisschen schauen, ob ihr da wirklich Stein oder so nehmt. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, hier ans Ende des Videos gesprungen seid, das mache ich, da habe ich immer gemacht, wenn ich nach Tutorial gebaut habe, nicht mein Hogwarts, sondern mein Springfield von Hotdog, kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr Simpsons-Fans seid. Er hat gefühlt die ganze Stadt von den Simpsons, also Springfield, nachgebaut, so ich auch. Und das waren meine ersten Anfänge für meinen Baustil und so. Ist eigentlich so ein Stück weit von ihm abhängig. Aber er macht auch andere Sachen, wie zum Beispiel von jedem Zeichentrick-Sendung, oder die man halt möchte, kann man ihn höflich fragen, bitte, ob man da, sagen wir mal, Lust hat, was zu, ob er das nachbaut, falls man das nicht selber kann. Und dann baut er das vor. Und eventuell, weil er hat, glaube ich, schon von Bikini Bottom auch schon was gemacht. Also haut auch bei dem ein Like und ein Abo rein, weil er ist wirklich, sag mal, eine Art Mentor für mich beim Bauen. Genau, er macht ja eigentlich, ich mache eher so große Sachen wie jetzt Hogwarts, später auch Herr der Ringe. Mal sehen, worauf ich Lust habe. Aber er macht halt eher so Zeichentrick-Sendungen, so Cartoons halt mäßig. Aber geht hin und lasst ein Like da und sagt viele Grüße von mir. Dann würde ich sagen, Leute, das war's auch mit der Folge. Lasst doch ein Like und ein Abo auch bei mir da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und jetzt habe ich keinen Urlaub mehr und ich bin richtig gehypt auf Videos machen. Also, ja, jetzt kommen, sage ich mal, oder hoffe ich, mehr Videos. Wenn auch nicht, dann seid nicht böse. Dann würde ich mal sagen, Leute, checkt doch die Playlist aus. Falls ihr neu seid, abonniert den Kanal und ein Like würde mich sehr freuen und motiviert mich auch immer, das zu sehen. Und einen netten Kommentar, da freut mich eigentlich schon fast am meisten. Dann würde ich sagen, ja, wahrscheinlich bis zum nächsten Video bei How to Build Hogwarts. Ciao!